Ja, und hiermit herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, ich denke mal Horror-Let's-Test. Blinding Dark heißt das gute Stück. Ich habe es heute gesehen, auf Steam gibt es das kostenlos, ist eine Demo, deswegen auch unter Let's-Test. Und da ist es die Demo-Version 1.0.5, also dürfte nicht ganz unvollständig sein, dürfte schon ein bisschen was vorhanden sein an Content. Es sieht ja ganz vielversprechend aus. Für euch ist es natürlich wieder ein bisschen dunkler wie für mich, das ist schade, aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier sehen wir schon einen jungen Herrn mit einer Axt im Hals stecken. Wir gucken mal kurz in die Optionen und da seht ihr, ich spiele es auf höchster Grafikeinstellung. Das passt alles, Sound habe ich auch mal so gelassen. Ihr seht hier Continue, das heißt, ich habe schon einmal kurz hineingespielt, um zu sehen, ob auch wirklich alles funktioniert. Das muss man immer vorher mal abchecken, nicht dass man dann im Spiel ist und merkt, das ist kompletter Mist. Es ruckelt ein bisschen arg, wobei das jetzt wieder geht. Das lag daran, dass mein PC vorhin ein bisschen überlastet war. Es soll auf jeden Fall darum gehen, dass man eben in einer Art ja, Schloss oder Villa aufwacht. Ja, was ist das denn? Und ja, Goethe oder Bach. Ja, Bach. Johann Sebastian Bach ist das. Nee, und zwar ist man da eben aufgewacht, man weiß nicht, wer man ist und ja, und man weiß nicht, ja, ist in Ordnung, und man weiß, ja, und man weiß nicht, ich mach ein bisschen leiser, und man weiß auch nicht, wo man ist, ich mach mal den Ton, der muss, also Entschuldigung, ne, für alle Klassik-Fans, aber das stört schon echt extrem, ja, und ich habe, wie gesagt, schon mal reingespielt, deswegen machen wir jetzt mal New Game. You can't remember who you are and how you got here. Everything you know is that you are still alive and somehow you must find a way to get out from this place. Along the way you will find different weapons and items. Be very careful how and when you use them. Take your time and analyze your surroundings. Throwing yourself head on will prove to be a deadly mistake, and in here death brings serious repercussions. Aha. Continue. Da kann man nochmal zurück. Finde ich ja geil. Wo bin ich? So, nochmal herzlich willkommen. Blinding Dark. Jetzt kann man auch wieder ein bisschen lauter machen. Ja. So. Man ist hier also in dieser wundertrolligen Villa. Man kann nach draußen sehen, sieht da aber nicht viel, die Tür. Also wie gesagt, es ruckelt manchmal extrem. Die Tür kann man nicht benutzen. Immer wenn ich irgendwas drücke und ich bin in der Nähe von der Wand, dann ruckelt es extrem, merkt ihr. Aber hier im Raum ist es eigentlich einwandfrei. Hier gibt es noch nichts groß zu erkunden. Man soll Waffen finden, natürlich auch im späteren Spielverlauf, aber man soll diese sehr, sehr, sehr vorsichtig genießen. New Journal Interest, press J. This is my journal. Everything worth knowing will be written here. Hopefully writing my thoughts on paper will keep me from going crazy in this godforsaken place. I don't know where I am. And more worryingly, who I am. What happened? All I know is that I'm in some kind of abandoned manor, and I have a strange mask stuck on my face. I'd better start looking around for clues. Ja, also wir kriegen das hier auch noch schön vorgelesen. Ich bin ja jetzt nicht auch nicht gerade der Englisch-Profi, ja. Deswegen ist es ja auch gar nicht mal so schlecht. Oh, der rennt ganz schön. Ist ein Sprinter. Ja, wir gucken uns hier erstmal um. Ich habe schon mal kurz reingespielt, wie gesagt. Ich weiß auch schon so ein bisschen, wie es hier lang geht und so. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel sich verändert. Und hier sehen wir, der hatte doch eine Axt. Hier wurde auf jeden Fall einer, ne, niedergestreckt. Das ist ein irgendwer mit Helm. Ich dachte, hier gäbe es eine Waffe oder sowas. Sah zumindest vorhin so aus auf dem Screen, dass der Typ eine Axt hätte.
aber anscheinend doch nicht. Wir können hier springen auch, das ist alles da. Ich hoffe mal, das Game ist so ähnlich wie Pineview Drive. Es sieht schon mal besser aus wie Pineview Drive. Vielleicht kommt auch von Pineview Drive wieder mal was. Hier geht's rein. Hier haben wir schöne Bilder, wollte ich gerade sagen. Skelettpferde. Das ist auch schön. Total toll. Ne, die Tür können wir nicht zumachen. Wir gehen mal hier lang. Ich habe keine Ahnung. Ich war hier schon mal und da ist nichts passiert. Ich hoffe, es bleibt dabei, weil ich nicht weiß, es ist saudunkel, was uns denn hier erwartet. Hier geht's weiter. Wir laufen erstmal hier lang. Das ist auf jeden Fall nicht so ein Spiel, das unsere Angst einfängt und uns dann ständig damit zudröhnt mit unseren eigenen Ängsten. Das fand ich ja ein bisschen creepy, deswegen. Ach so, hier sind wir wieder in der Mansion, glaube ich. Oder hat sich hier was verändert? Ne, hier ist alles gleich. Dann latschen wir mal. Was sind das hier? Ach so, das sind exakt dieselben Bilder. Da haben sie sich sehr viel Arbeit gemacht. Aber es ist ja noch eine Demo. Man soll ja nicht schimpfen. Die Bilder gucke ich mir gar nicht an, denn die sind eher auf beiden Seiten dieselben. Und dann gehen wir mal dahinter, denn hier scheint ja relativ wenig zu sein. Ah, wir können uns zur Seite lehnen. Das ist ganz toll. Using F. Moment, F muss ich mal gucken. Ja, das ist doch F. Die Taste F habe ich benutzt und es passiert gar nichts. Ach so, damit kann man Türen öffnen. Das ist ja toll. Mana Upgrade, was das auch immer ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach so, jetzt haben wir hier unten 101 stehen anstatt nur 100. Machen können wir hier nichts. Was sind das? Zwei Ärsche? Ne, das sind Gesichter. Was die auch immer da machen. Scheint Spaß zu machen. Hier sind wir. Ah, okay. Also mit F macht man Türen auf. Und hier ist so anscheinend so eine kleine Einführung. 7 Total Souls Gathered. Keine Ahnung, was das heißt. Bis jetzt kann ich noch nichts machen. Ist auch noch eine Tür. Hier ist eine Kiste. Press F to grab. Ja, ich habe sie doch gegrabt. Press Fire. Ah. Ah, so können wir sie werfen. Mana Upgrade plus 1. Also das scheint wohl die Gesundheitsleiste zu sein. So, die werfen wir mal wieder zurück und hier machen wir wieder auf. Und dann gucken wir mal weiter. Es soll ja auch Waffen geben, aber dann muss es auch Gegner geben. Torch Carrier, können wir damit irgendwas machen? Ich wüsste sehr, sehr gerne. Hallo? Kann ich mich ducken? Ja, ich kann. Hä? Der war doch gerade. Jetzt ist er da. Aber was ist das? Ich frage ihn. Ah! Das zieht mir Gamma oder irgendwas. Wenn ich da hingehe. Nee, hä? Check ich nicht. Hä, jetzt habe ich noch weniger. Ich check's nicht. Ich laufe mal hier lang. Ah, okay, hier können wir uns ducken. Ich laufe einfach mal weg. Und gehe hier wieder hoch. Kommt er uns hinterher? Hä? Ich check das gerade nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich check nicht, was dieser Totenkopf sein soll. Bisschen creepy ist es ja schon, ne? Ist jetzt der Totenkopf? Der ist weg. Okay. Ja, eine Fackel haben wir ja. Aber ich weiß nicht, wie ich mich hätte verteidigen sollen, wenn was passiert.
Aber bis jetzt ist das ja nicht der Fall. Hier haben wir ein Upgrade plus 1. Okay. Ja, das ist ja ganz okay. Hier ist noch ein Raum. Ah, haben wir gleich mehrere Sachen. Ein Mana-Upgrade plus 1. Souls gathered. Ah, kann es sein, dass diese Souls diese komischen Dinger sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das die Totenköpfe. Da geht's weiter. Da ist nochmal. Oh, der Kerl an der Wand sieht auch sehr sympathisch aus. Wir gehen mal hier. Ah. Ja, ein Mana-Upgrade. Jetzt haben wir schon 105. Siehst du, das geht ja ab wie Sau. 8 Souls gathered. Total Souls gathered. Keine Ahnung, was das heißt. Das stand auch nicht in der Beschreibung, was das ist oder so. Was ist denn das hier? Das sind komische Gestalten, komische Viecher. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Was? Ja, wie soll ich mich denn jetzt wehren, bitte? Kann mir das mal einer erklären? Ich habe F gedrückt. Alter, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Mana Upgrade. Und hier ist wieder dieser komische Kopf. Was ist denn? Hä, das ist ein Kopf. Das ist ein Kopf, Alter. Der guckt mich ja an. Das ist richtig creepy, Alter. Das ist richtig geil. Gefällt mir. Hier ist ein Tisch. Der macht auch so coole Geräusche, wenn er über den Tisch drüber springt. So. Brauche ich dann gar nicht zu machen. Das ist auch cool. Mit F habe ich den jetzt vertrieben. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert hat. Hier geht's weiter. Ah, das ist. Hä? Das ist ein schönes Zimmer. New Journal in Entry. Aha. Was ist das? Hä? Was ist das denn? Check ich nicht. Ach so, neuer Journaleintrag. Ja, klar. This is Mana. It regenerates over time and it's used pretty much in any action involved weapons or rituals. Ah, this is the Stamina Reserve. Ah, das ist die Sprinting-Ausdauerleiste. Ja, natürlich. Das ist ja geil. Ah, jetzt können wir da, können wir wechseln zwischen, Guck mal, jetzt haben wir wieder die Fackel, jetzt haben wir wieder das Ding. Was das bringen soll, weiß ich nicht, aber ist mir egal. Auf jeden Fall ist es cool. Nur ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hör auf damit. Hoch können wir da nicht. Hier geht es auch nirgendwo hin. Ja, ist ja gut. So, hier ist auch kein Fenster zum Kaputtmachen oder sonst was. Können wir denn mit dem Ding machen? Nee, damit können wir gar nicht. Ah, da können wir da hoch, nehme ich an. Was ist denn das da über uns? Hä? Was ist denn das für ein cooler Fehler? Ah, vielleicht müssen wir. Nee, hä? Die müssen wir doch irgendwie. Sind die doch stufenartig angeordnet? Ah, ja, klar. Wir können ja die Kiste. Guck mal an. Ich bin ja ganz schlau. So, und jetzt guck mal ab. Ja. Ey, das ist cool. Das Spiel gefällt mir. Das ist ja richtig so rätselmäßig. Und gleich mal diese komische irgendwas Leiste. Die Tür machen wir zu. Die brauchen wir eh nicht mehr. So. Ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Auf jeden Fall gefällt mir das Spiel. Alter, auf jeden Fall gefällt mir das Spiel, weil man ein bisschen rätseln muss, bis man weiterkommt. Das ist sehr, sehr cool. Gefällt mir. Und werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen an jeden von euch, der es spielen will. Total Souls. Also ich weiß immer noch nicht, was die Total Souls-Dings sind. Was das ist, weiß ich auch nicht. Kann ich damit irgendwas machen? Achso. Da brauche ich wahrscheinlich das hier. Was? Und jetzt? Und jetzt? Hä? Jetzt geht. Ah, jetzt bin ich auf einer neuen Ebene oder was? Oder. Da unten. Ah, ich bin im neuen Raum gelandet.
Mana Upgrade plus 1, das ist gut. Jetzt gehen wir mal hier runter. Das war knapp. Den Schrank springen vielleicht. Das funktioniert sogar. Ich nehme an, ich weiß nicht, ob das ein Grafikfehler ist jetzt hier. Ja. Death can wait. Nein, jetzt sind wir nochmal hier. Das ist ja blöd. Okay. Aber wir können ja rennen. Oder ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt anders ist. Auf jeden Fall racen wir mal kurz hier jetzt durch. Ich nehme mal die Fackel, die macht Licht. Die ganzen Updates, die sind gesammelt. Ja, 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 alles gut, alles gut. Wir laufen mal dahinter. Ah, ein Stamina. Das ist die Sprintleiste. Jetzt checke ich das auch. Jetzt dürfte er da irgendwo um die nächste Ecke, dürfte uns ja dann dieses tote Dings entgegenkommen. Oder dieser tote Körper dürfte er dann da liegen. Was? Achso, das ist dieses komische Zeug. Stamina können wir auf jeden Fall... Sehr viel Ausdauer haben wir. Das ist nicht schlecht. Also das Spiel ist echt cool. Es ist echt, bis jetzt echt sehr viele positive Erlebnisse gehabt. Mit solchen Spielen. Das muss ich echt zu, das muss ich sagen. Kann ich mich nicht beschweren. Ich hoffe, wir haben nicht wieder den Gegner. Oder? Habe ich den wieder? Hallo? Nein, den habe ich nicht. Für was auch immer dieser Totenkopf ist. Er zieht irgendwie... Ah, das ist so ein Ritual. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Da vorne sind wir dann schon wieder in dem Raum. Okay. Sprinten wir mal kurz hin. So, Tür auf bitte. Jetzt hängt es natürlich ein bisschen. Das ist aber gar nicht schlimm. Da sind wir im Spiel auch gar nicht böse. Jetzt müssen wir halt nur wieder da hoch. Jetzt können wir auch wieder das Ding nehmen. Also die Gadgets und das Zeug, das soll ja recht... Ja, halt die Fresse. Das soll echt rar gesät sein. Und es gibt keine Checkpoints. Das finde ich noch ein bisschen kacke. Das sollten sie vielleicht in der nächsten Demo verbessern. Dann würde ich die nämlich auch spielen, falls es da mal ein Upgrade... Ja, scheiße. Falls es da mal ein Upgrade gäbe für diese Demo, da werde ich mich immer mal umgucken. Falls es da irgendeine neue Version gibt, eine 1.06 oder sonst irgendwas mit neuen Features und, keine Ahnung, neuem Spielabschnitt, dann würde ich die gerne spielen. Muss ich nur mal so sagen. Lol, okay, aber darunter dürfen wir nicht, weil da verrecken wir. Das haben wir doch alles eingesammelt, da müssen wir nur ein bisschen aufpassen. So. Ah, das ist alles recht schmerzhaft für unseren coolen Typen hier. Und hier geht's weiter. New Entry. Also nur... I don't know where I am. Ja, 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 ja. I think I might have shit in my pants back there. But whatever the hell that was, I'm not sticking around to find out. This damn mask is either playing tricks on me or it's trying to tell me something. Something to do with this crystal ball and the mirror over there. Ach so. Well, this is new. Traveling through this mirror brings back lost memories. Ah. If that's even what they are. If it's not my weakened mind playing tricks on me, I don't know what's real anymore. I remember that the crystal ball is an occult scrying focus. It has the power to retrieve lost memories. And in some rare cases, open portals with the help of a silver mirror. Was I a psychic or demonologist before I landed in this shithole? Ah, okay. Ah, okay, sehr schön. Also wir sind, das ist praktisch, da steht echt so ein paar Tipps drin, was das alles sein kann. Jetzt schalten wir wieder auf die Fackel um, die ist nämlich deutlich besser. Und ich weiß nicht... Ah, hier ist ein Save Point. Hier ist nochmal 36 Souls gathered. Was weiß ich, was das heißt. Da geht's lang. Ah ja, aber was ist dann hier? Hier ist nochmal ein Raum. Was ist denn? Hier ist nochmal 41 Souls gathered. Keine Ahnung, was das heißt übrigens. Hier ist ein Gang. Hier ist was. Aber was war denn dann da hinten? Das würde ich gerne mal wissen, was dann da hinten war.
Das war hier, unser Bildschirm ist immer noch ein bisschen blutig, das scheint. Die Musik wird wieder lauter. Aber hier kommen wir hierher? Ich habe keine Ahnung. Nee, hier kommen wir nicht her. Wir kommen. Daher kommen wir. Hier ist eine Blutspur, die uns hier hinführt. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Das erklärt alles. Diese Tür ist also verschlossen. Aber wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Sprintfähigkeit, das muss man sagen. Da können wir schon gegen Usain Bolt ran, das ist schon ordentlich, ne? Der Kerl geht schon ab wie Zäpfchen. Was? Ach, das ist die Musik vom Spiel. Unser Bildschirm ist ein bisschen rot. Hier ist weiter nichts. Ich denke mal, vielleicht brauchen wir die nachher noch. Ah, hier ist wieder so ein... Ah, okay, ich verstehe. Da ist der Schlüssel. Ja. So. Und hier ist nämlich wieder ein Mana-Upgrade. Das ist nämlich ganz geil. Da werde ich richtig Mana. Und hier nehmen wir mal so eine Kiste. F to grab. Das ist gut. Nehmen wir nochmal eine. Und tun die da oben drauf. Ja. Einfacher gesagt als getan. So. Ja, das ist erneut gescheitert. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir sogar mal noch einen zweiten Teil. Weil ich muss ja ehrlich sagen, das ist schon geil, ne? Das Spiel, das hat schon was. Das ist schon, das... Alter, willst du mich verarschen? Das ist schon geil, das hat schon was. Aber ich würde gerne dann die fertige Version spielen. Weil das schon, also es ist schon extrem geil, ne? Es hat schon was Cooles. Das muss man mal, Alter, das muss man mal so sagen, dass das schon cool ist, was man hier fabriziert hat. Können wir, ah, vielleicht können wir die hier so nehmen und dann hier so draufstellen vielleicht unter Umständen. Nein, das funktioniert nicht. Also es ist ja, achso, es ist schon ein bisschen, ist es, erinnert mich so ein bisschen an so ein Crafting. Ding, ja, das ist ganz toll. Mit so Kisten hoch und runter stellen und irgendwas. Da war ich schon immer ein richtiger Profi drin. Da könnt ihr mir vertrauen. Die steht immer noch. Wir müssen hier drauf und hier drauf. Ja, gerade noch geschafft. Ist unter uns. Ja, nee, der steht immer noch, der Turm. Ja, so. Und hier müssen wir hoch, um den Schlüssel zu bekommen. Jetzt brauchen wir wieder die Kiste. Also ich würde ja echt liebend gerne, das muss ich ganz ehrlich sagen, die Vollversion vom Spiel spielen. Also falls es die gibt, weil die gibt es ja noch nicht. Ja, was denn? Weil es ist schon extrem geil, ne? Mit der, mit dem ganzen Featuring und also mit dem Features, die es hier gibt, so zum Machen und Tun, was man hier alles machen kann, das ist schon sehr, sehr geil. Vor allem für eine Demo, ja, da bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen. Also ich dachte, das wird ein Flop. Aber anscheinend, ne? Hat man mich überrascht. Ja, was denn? Ich will doch nur auf diese Kiste hoch. Lass mich halt mal. Nicht umkippen. So. So. Und so. Ne. Funktioniert super. So. Also nochmal. F to grab. Die tun wir jetzt mal. Nein, das ist doch alles. So, pass auf. So, bleibt die stehen? Ja, die bleibt stehen. So. Hör, was? Warum? Alter, das ist halt das Schittige daran. Die Grafik spackt. Ja, gerade noch. Key obtained und das ist unter uns zusammengestürzt. Wo ist die Kiste hin? Die ist sogar da runtergefallen. Da unten gab es nichts mehr. Dann laufen wir wieder zurück. Wir sind immer noch sehr gut im Sprinten. Ich hoffe mal, uns begegnet keine junge Dame mehr oder sonst irgendwas. Ein bisschen creepy war das ja schon vorhin. Hier ist Blut wieder. Also da waren wir, ne? Da ist nichts, da ist auch nichts mehr. Und hier geht's ja dann entlang. Weil jetzt haben wir den Schlüssel und dann können wir die Tür aufmachen. Ich weiß nicht, ich würde ja die...
Ich würde das schon extrem gerne. Demonstrap? Locked? Was? So, was das jetzt auch immer bringt, es ist sehr gut. Total Gareth. Yeah. Töten die mich? Nein. Aber hier hat jemand jemanden verbrannt. Das ist, sieht mir sehr nach X-Men aus. Ja, das ist auf jeden Fall ein krankes Game. Aber es gefällt mir, das muss ich sagen, es hat was. Es hat was. I will kill you. Will. Was denn? Wer will mich killen? Ich mach dich fertig, Alter, mit was auch immer. Wie soll ich denn kämpfen? Ich weiß das gerade gar nicht. Boah, geh mal, dann geh halt hierher wieder. Guck mal da. Yeah, hast du gesehen, Alter? Das war wieder so ein komischer Typ. Bis also, so richtig gruselig ist es ja nicht, ne? Das ist mehr dieses Adventure. Und wir haben auch nicht wirklich Waffen. Jetzt können wir hier nochmal so ein Ding machen. Auf jeden Fall sterben die hier. Das ist wichtig. Und ich bin auch fast tot. Und der I will kill you Typi ist ja auch echt creepy. Das ist jetzt der zweite Gegner. Und es wäre schön, wenn wir hier mal eine Waffe irgendwann acquiren. Können wir das nehmen? Hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Ich hoffe mal, jetzt kommen nicht noch mehr solche Kill, I kill you. Total Souls Gathered. Keine Ahnung, was das heißt. Hier geht's weiter. Ich weiß nicht, wie ich die vorhin umgebracht habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie man kämpft. Das würde ich mir gerne nochmal angucken. Und das ist ein sehr langer Gang. Und das ist nie gut. Ah. Na, guck mal, da ist der nächste Spiegel. So, da würde ich jetzt gerne noch hin. Hier gibt es nichts mehr, glaube ich. Nee, hier gibt es nichts mehr. Da würde ich gerne noch hin, bevor die Aufnahme beendet ist. So, haben wir wieder unsere geile Kugel. Aber gerne noch diese Sachen einsammeln. Das muss ja noch drin sein. Mana-Upgrade. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein, hier gibt es nichts mehr. Und dann gehen wir mal hier hin und drücken den Knopf. Und jetzt kommt wieder eine Erinnerung, die backgespinnt wird. Keine Ahnung. Aha. Hier ist wieder ein Schlüssel. SCRI. Soll ich mal SCRI drücken? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich beende hier das Spiel einfach mal. Pass auf, und zwar gehe ich hier auf Main Menu und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das ist ein neuer Aspekt gewesen, der mir wirklich sehr gefallen hat. Horror Games, so ein Game habe ich so, wie es hier ist, noch nicht gesehen. Fand ich sehr, sehr geil. Ich denke mal, es kommt eine zweite Folge, aber ich kann jetzt nicht noch weiter aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt mal einfach mal weiter. Ich warte mal, wenn ich jetzt auf Continue... Ah, dann sind wir wieder hier. Ah, naja, gut. Das müssen wir halt wieder spielen. Hiermit auf jeden Fall. Tschüss.